Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout 4. Wir sind jetzt hier schon mal im Ladebildschirm auf dem Weg zu Bunker Hill, weil ich dachte, es wäre gut, so, weil, ne, ist ja sonst nichts mehr passiert. So. Ich hoffe, der ist gleich vorbei. Jeden Augenblick. Tick, 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 tick. Ich frag mich eigentlich, was das bringen soll. Diese Nachtsicht. So, und nochmal kurz sicherheitshalber. Erreiche Bunker Hill. Klar, und jetzt den Typen. Ich habe auf Sie gewartet. Achte auf deinen Ton, Synth. Beeilen Sie sich beim nächsten Mal. Unsere Ziele sind im Gebäude. Vier Synths unter dem Schutz der Railroad. Die Leute in der Siedlung haben nichts damit zu tun und dürften sich raushalten. Missionsparameter haben sich geändert. Wir schießen. Fordere Unterstützungstransmission an. X4. Wir müssen die Mission fortführen. Na klar. So, wie machen wir uns jetzt mal hier zum Feind? Willst du? Railroad. Oh, echt ein bisschen over. Alter, das hat ihn sogar noch erwischt. Alter, oh. Ja, so viele konnten die gar nicht mehr absetzen. Da rein! Komme ich nicht auf. Ne? Hm. Gut, wäre glaube ich auch zu einfach gewesen. Die scheinen echt alle zu wissen, wer wir sind. Also nicht mal irgendein Railroad-Agent, der aus Eifer im Eifer des Gefechts? Im Eifer des Gefechts auf uns schießt, sondern die sind alle sehr zielsicher. Mhm.
Gegner. Ich glaube so, die Bruderschaft hat es immer noch nicht. Oh. Ey, Kumpel, lass mich mal durch. Wer ist da? Er bei mir. Dachte, ich hätte was gesehen. Sternpaladin? Ich sollte mal auf meine Energie achten, ne? Aber so richtig geschossen hat ja noch keiner auf mich. Weil eigentlich sind ja alle meine Freunde. Bist du? Kumpel, ich muss hier durch. Unglaublich, dass du das getan hast. Danke. Kein Ding. Hey. Du hast uns eine neue Chance gegeben. Das werden wir dir nicht vergessen. So, jetzt muss hier nur noch Ruhe einkehren. So, kümmere dich um die Erinnerung. Sprich mit Vater in den Ruinen des CIT. Ja, aber wenn. Ich glaube nicht, dass ich noch mit denen jetzt reden soll, oder? Und hier habe ich immer dasselbe Problem. Ich glaube, es ist hier lang. Grüße, Sir. Hey. Ist da jemand anwesend? Statusmeldung. Alle Funktionen normal. Sensor.
keine Lebenszeichen festgestellt. Kontakt festgestellt, möglicherweise. So, ja, sprich mit Vater. Hier nicht. Das CTI. CIT. Gut, lass mal kicken. Ah, ich bin ein Rebell, ich gehe durch die andere Tür. Ich hoffe ich nicht. Gut, die scheinen mich nicht als Feind zu identifizieren, das ist was Gutes. Ist natürlich schon hart, wenn man sich gegen den eigenen Sohn, ja, gegen den kämpft sozusagen. Aber ich sehe nicht viel Gutes. Also, oh, Entschuldigung, es ist spät. Das Institut hat viel Potenzial, Gutes zu tun. Aber es zeigt einfach die Vergangenheit, dass das ist wie moderne Sklaverei ist, wie heute. Ja. Ihr geht arbeiten, sagen wir mal, was verdient man so als typischer Handwerker, sagen wir mal 10 Euro die Stunde, mal so über den Daumen. So, aber ne, ihr müsst Miete zahlen, ihr müsst das zahlen, ihr müsst Lebensunterhalt zahlen, ihr braucht ja was zu essen, ihr braucht Sachen zum Anziehen, ihr braucht dies, ihr braucht das, ihr braucht jenes. Jeder von euch will immer ein Handy haben. Wahrscheinlich die Hälfte von euch dann jeden Monat ein neues oder so. Mal Pi mal Daumen. Das sind so Erfahrungen, die ich. Ne? Und das kostet alles so. Man ist eigentlich nur Sklaven der Gesellschaft. Peace. Mein Sohn, in all den Jahren habe ich das Institut nie verlassen. Nicht einmal seit dem Tag, an dem sie mich hierher gebracht haben. Ich hatte nie einen Grund, aber jetzt, das bestätigt nur die Wahrheit, die ich schon immer kannte. Das Commonwealth ist tot. Hier gibt es keine Zukunft. Die einzige Hoffnung der Menschheit liegt im Untergrund. So schlimm ist das nicht. Die Leute überleben. Vielleicht, aber der Preis wäre viel zu hoch. Hier werde ich daran erinnert, welches Glück ich hatte, dass mir ein Leben im Ödland erspart blieb. Du glaubst, ich wurde aus dem Vault entführt. In Wahrheit hat das Institut mich gerettet. Eigentlich uns beide. Aber warum mich erneut einfrieren? Natürlich als Sicherung. Ich war der perfekte Kandidat. Ein Säugling mit unbeschädigter DNS. Wäre aber etwas schiefgegangen, wäre ich gestorben. Das Institut brauchte einen Plan B. Eine weitere Quelle für DNS aus der Zeit vor dem Krieg. Am besten verwandt mit dem Hauptexemplar. Meine Eltern waren dafür perfekt geeignet. Daher hat man euch im Vault am Leben gehalten und beschützt. Als ich dich aus Vault 111 freiließ, hatte ich nicht erwartet, dass du da draußen überleben würdest. Zwischen all dem aber der
dass du es geschafft hast, mich gefunden hast und ins Institut eingedrungen bist, außergewöhnlich. Du warst es also. Du hast mich rausgelassen. Ja, es war meine Entscheidung. Es war nicht mehr nötig, dich eingefroren zu lassen. Ich wollte wohl sehen, was geschehen würde. So eine Art Experiment. Ich wusste ja nicht, was für ein Mensch du warst. Würde das Commonwealth dich wie alles andere verderben? Würdest du überhaupt überleben? Ich habe mich vor allem gefragt, würdest du nach all dieser Zeit versuchen, mich zu finden? Jetzt weiß ich es. Sean, eins solltest du wissen. Ich liebe dich. Das sehe ich. Das ist... tja, bemerkenswert. Bald wirst du es hoffentlich verstehen. Alles, was ich getan habe, war für die Zukunft. Eine Zukunft, die hoffentlich nach den letzten Ereignissen nicht in Gefahr ist. In Bunker Hill ist es nicht gut gelaufen. Möchtest du erklären, was passiert ist? Wir wurden überfallen. Sie haben auf uns gewartet. Du verstehst vielleicht, dass das schwer zu glauben ist. Unser Angriff war als Überraschungsangriff geplant, nicht deren. In Bunker Hill solltest du deine Stellung als wertvolle Bereicherung des Instituts festigen. Doch jetzt entsteht nur Misstrauen. Und dass die stählerne Bruderschaft darin verwickelt war, sie konnten nicht wissen, was da vor sich ging. Ich werde dem Direktorat das Ergebnis erst einmal nicht mitteilen. Es sind schon Dinge in Bewegung, die dadurch scheitern würden. Wo wir gerade davon sprechen. Es wird Zeit, dich stärker in die Zukunft des Instituts einzubinden. Komm bitte rein. Das Direktorat hat eine Besprechung und du solltest dabei sein. Ich warte dann. Das reicht. Es wird Zeit, wieder reinzugehen. Alles klar. Daten, Menschheit neu definiert und wir müssen noch weiterhin mitarbeiten. Und wenn der teleportiert, dann machen wir das auch. Mal rennen oder gehe ich in die Hocke? Eine saubere und gesunde Arbeitsumgebung sorgt für maximale Produktivität. Bringen wir die Besprechung bitte erstmal hinter uns. Dann können wir uns unterhalten. Das setzt für einen sauberen Boden. Ja, wir haben deine Rezeptoren eine Fehlfunktion. Siehst du nicht den Staub und Dreck? Verzeihen Sie, Sir. Ich bin eine defekte Reinigungseinheit. Keine Ausreden. Du bist eindeutig defekt. Und ich werde das anzeigen. Hey, das hat er doch gerade gesagt. Ich werde später für etwas verwenden, was tatsächlich zu gebrauchen ist. Ja, Sir. Gut, alle sind da. Wir sollten jetzt anfangen. Entschuldigung, aber was hat der denn hier zu suchen? Darauf gehe ich noch ein. Zuerst gibt es aber andere wichtige Themen. Die Unruhen im Commonwealth nehmen weiter zu, wie wir alle wissen. Dein Bericht? Alle Institutseinrichtungen sind immer noch sicher, mit einer bedeutenden Ausnahme. Intern läuft ansonsten alles nach wie vor gut. Ayo behält die Dinge an der Oberfläche im Auge. Ja, die Wächter melden keine weiteren Bedrohungen neben denen, die schon identifiziert wurden. Wir überwachen noch die erhöhte Aktivität bei Fort Independence. Es gibt derzeit aber keinen Grund zur Sorge. Der Flughafen von Boston ist weiterhin besetzt. Außerdem ist die Bruderschaft an mehreren weiteren Standorten im Commonwealth präsent.
Laut Geheimdienstberichten ist diese Railroad weiterhin aktiv und wird immer ambitionierter. SEB-Agenten überwachen alle bekannten Situationen. Sehr gut. Danke. Es ist klar, dass unsere Sicherheit in Zukunft oberste Priorität hat. Also, wie sieht es mit Phase 3 aus? Findest du wirklich, dass wir das jetzt besprechen sollten? Bei, nun ja, all den anwesenden Personen? Ah ja, stimmt. Hast du irgendwas über Phase 3 gehört? Ich glaube nicht. Ist in Ordnung. Hätte ich auch nicht erwartet. Das Projekt ist seit dem Start geheim. Energie ist, wie du an der Oberfläche gesehen hast, äußerst wertvoll. Ich rede nicht von irgendwelchen abstrakten Konzepten. Ich meine nutzbare Energie. Die, mit der man Lampen leuchten lässt. Mit jedem Fortschritt des Instituts steigt unser Energiebedarf. Über die Jahre hinweg gab es viele Kompromisse und Opfer, um diesen Fortschritt zu ermöglichen. In dieser Welt sind Kompromisse wohl notwendig. Wohl wahr. Viel zu lang waren wir abhängig von anderen, von unserer Umgebung. Das ist jetzt vorbei. Phase 3 ist die Aktivierung eines Atomreaktors, der das Institut auf alle Zeit mit genügend Energie versorgen kann. Das stellt unser Überleben und unseren Erfolg sicher. Klingt wie ein wichtiger Schritt. Das ist ja eine Untertreibung. Der Reaktor ist so gut wie einsatzbereit, aber die letzten Tests haben gezeigt, dass noch Dinge zu tun sind. Daher kommen wir jetzt zu Phase 3 und zu deiner Hilfe. Sir. Ja, Ayo. Bisher haben wir doch Kellogg für Operationen an der Oberfläche eingesetzt, oder? Tja, er ist fort. Es gefällt mir zwar nicht, meinen eigenen Vater in Gefahr zu bringen, aber er hat bewiesen, dass er gut zurechtkommt. Ja, aber... Das steht hier nicht zur Debatte. Über ein Thema müssen wir aber noch reden. Ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Holdren, doch, ist es. Bitte. Wie einige von euch bestimmt wissen, werde ich jetzt seit geraumer Zeit von Dr. Volkert behandelt. Tut mir leid, aber das ist schwer für mich. Alle Versuche sind gescheitert. Keine der experimentellen Behandlungen war erfolgreich. Ich muss euch leider mitteilen, dass ich sterben werde. Was? Ist doch nicht dein Ernst! Leute, bitte, tut mir leid. So wollte ich es dir nicht sagen. Aber uns läuft die Zeit davon. Es muss eine Möglichkeit geben, dir zu helfen. Jetzt zählt nur noch die Arbeit des Instituts fortzuführen. Alles wird gut. Das versichere ich dir. Wir können später noch reden. Jetzt steht die Zukunft des Instituts auf dem Spiel. Das Institut kann ohne Führung nicht überleben. Das Direktorat muss weiterhin die besten Interessen aller wahren. Daher ernenne ich meinen Vater zu meinem Nachfolger. Oh Mann, das ist doch nicht dein Ernst! Wirklich? Eine schlechte Entscheidung. Wie kannst du das rechtfertigen? Er ist keiner von uns! Nicht mal ein Wissenschaftler! Ich ignoriere deinen fast schon ungehorsamen Ton und sage dazu Folgendes. Das Institut hat genug Wissenschaftler. Was es braucht, ist Führung. Ich glaube, mein Vater hat sich in dieser Hinsicht als äußerst fähig erwiesen. Damit ist die Besprechung beendet. Danke. Es ist toll, dass du hier bist. Das Institut ist mein Leben. Hoffentlich wird es auch deins. Das wusste ich nicht. Ich weiß, das ist ganz schön viel auf einmal. Tut mir leid, Vater. Ich hoffe, es war nicht zu anmaßend, dir die Leitung zu übertragen, ohne dich vorher zu fragen. Ich kann das schaffen. Natürlich kannst du das. Daher auch meine Entscheidung. Es steht außer Frage, dass ein Teil des Direktorats und das Institut als Ganzes beruhigt werden muss, was deine Ernennung angeht. Daher möchte ich, dass du diese neueste Operation leitest. Dr. Fillmore kann dir die Einzelheiten erläutern.
Es stehen schwere Entscheidungen an. Für uns alle. Besonders aber für dich. Ich weiß, du wirst das Richtige tun. Okay. Daten, Mass Fusion. Wir sollen immer noch mitarbeiten. Das. Okay, gut. Bleibt uns nicht viel übrig, würde ich sagen. Das ist ja cool. Viel los heute, oder? Tja, es kommt noch mehr. Du wirst diese Operation anführen, wurde mir gesagt. Absolut. Also gut, sehen wir uns die Details an. Die jüngsten Ereignisse haben unseren Zeitplan durcheinandergebracht. Den Reaktor zum Laufen zu bringen, hat für uns oberste Priorität. Er muss laufen. Und zwar seit gestern. Wir müssen ein wenig improvisieren. Das ist nicht schlimm, aber dazu werden wir Vorkriegstechnologie brauchen. Du gehst zum Gebäude von Mass Fusion und besorgst den Beryllium-Beschleuniger für uns. Klar. Ist so gut wie erledigt. Erledigt ist es erst, wenn ich das Ding in den Händen halte. Ich begleite dich. Klingt gut. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Nicht so sehr, wie ich mich freue, halt zurückzukehren. Ich gehe nur an die Oberfläche, wenn es keine andere Option gibt. Leider gehen uns die Optionen aus. Und zwar ziemlich schnell. Ich möchte ja nicht noch mehr Druck auf dich ausüben, aber wir müssen uns damit beeilen. Die Bruderschaft wurde bereits im Gebiet gesichtet. Sie dürfen nicht vor uns an den Beschleuniger kommen. Geh nach oben zum Transmitter. Wir treffen uns dort. Claro Fittimo. Ich weiß noch nicht, warum ich zu dem Ding muss unbedingt, aber gut. Oh, das war vielleicht nicht so gut. Hier, ich bin fast tot. Jetzt funktioniert das da nicht, oder was? Hä? Was ist denn das? Gut, dass du den abtrünnigen Sinn zurückgebracht hast. Klar. Wer entscheidet eigentlich, dass jemand abtrünnig ist? Kann auch alles runter. Pam 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 pam. Okay. Durch einen Sprung zu Mass Fusion wirst du für immer ein Feind der stählernen Bruderschaft. Willst du vielleicht fortfahren? Ja. Die erinnern mich an irgendwas hier. Dieses Relais. So müde.
Teufel? Was war das? Ich hab den Kopf weggeschossen, aber hat noch geredet. Genau. Kennt man auch nicht anders. Alter, wie overpowered bin ich denn? Das war mutig hier. Ja, natürlich, klar. Boxen ihn einfach weg. Hier auch wieder, wer lesen möchte, bitte sehr. Pause drücken am besten und dann lesen. Soll, Karl. Als ich den Beryllium-Beschleuniger entwickelte, hast du gesagt, dass das zum Wohl der Menschheit ist. Stattdessen finde ich heraus, dass du die ganze Zeit über vorhattest, ihn dem Militär zu übergeben. Du hast mich angelogen. Komm du mal runter von deinem hohen Ross. Hast du in letzter Zeit mal die Zeitung gelesen? Da draußen herrscht Krieg, Doktor. Und wenn unsere Seite gewinnen soll, braucht sie jede Hilfe, die sie kriegen kann. Ich trau meinen Ohren nicht. Seit wann ergreift die Wissenschaft denn bitte Partei? Was haben sie dir versprochen, Karl? Geld? Politische Gefälligkeiten? Einen verdammten Orden? Das reicht jetzt. Ob es dir gefällt oder nicht, sobald der Testzyklus abgeschlossen ist, packe ich den Beschleuniger ein und schicke ihn nach Washington. Du hast jetzt die Wahl. Entweder gehst du zurück an die Arbeit oder du verschwindest verdammt nochmal aus meinem Gebäude. Dann können wir jetzt ja mit dem Fahrstuhl fahren. Der schickt mich aber wieder nach oben. Oder ist das Ellie Fillmore, die da oben noch wartet? Toll, ich habe keine Ahnung mehr. Was mich jetzt. Welche Heilung jetzt hier die richtige ist. Das ist. Was nehmen wir denn mal? Ist eigentlich schon fast egal. Ja? Oh, hier. Das könnte noch ein bisschen witzig werden. Thank you.
Ich hab irgendwie ein komisches Gefühl, dass ich die ja alle so. Zack. Was mich halt nur stört, ist, dass mir jetzt nirgendwo mehr meine Lebensenergie angezeigt wird. Die da bleibt konstant und die andere auch. Ja, weil der wurde ja auch nicht mit einem Raketenwerfer oder so. Ah ne, der wurde gar nicht mit einem Raketenwerfer gefahren. Sicherheit, man kann ein bisschen, weil das ist so fies, dass mir keine Energie mehr angezeigt wird. Steht das denn wenigstens da? Ja, es steht wenigstens da. Okay, gut, dann muss ich darauf achten. Oh, ist das fies. Was ist denn da los? Ah, da. Ist ja noch schlimmer. Right away. Das müssen wir noch faffen. Na gut, dann nehmen wir was. Was? So. Luftschleusenzyklus eingeleitet. Bitte warten. Leite Dekontaminierungssequenz ein. Dekontaminierung abgeschlossen. Ah, super, jetzt haben wir es geschafft. Bitte warten. Komisch, aber das wurde mir jetzt angezeigt, ne? Und jetzt auch wieder. So, hä? Aber hier immer noch halb tot. So, 152. Ja, na klar. Was ist denn hier los? Warum töte ich denn alles so schnell? Die Waffe so over.
Ja. Ernsthaft? In den Umkleiden? Ich auch nicht. Warum ist die Absperrung jetzt beendet? Ich habe alle Wachen ausgeschaltet. Die haben mich nicht ausgeschaltet. Diese Typen wissen einfach nicht, wann es vorbei ist, oder? Ich helfe den Zins, etwas Zeit zu gewinnen. Seht zu, dass ihr den Beschleuniger zum Institut bringt. Mal gucken. Vielleicht baller ich noch ein bisschen mit rum. Ja, ein bedauerlicher Vorfall, das ist gut. Seltsam. Es liegt an der Waffe. Ciao. Die Mutation ist ja vollgebracht. Alter. Kann ich direkt von hier eigentlich zum Institut? Das wäre echt vorzüglich. Daten. Verlassen Mass Fusion, fertig im Untergrund, arbeite weiter mit Vater zusammen. Gut, ich denke mal. Wir müssen dahin. Okay, gut, das kann ich nicht. Puh, ist ja blöd. Da würde ich einfach sagen, ich verlasse jetzt das Gebäude und dann treffen wir uns einfach in der nächsten Folge bei, im Institut wieder, würde ich sagen. Also, bis dahin!